Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCD Stöpsel. Heute hier die letzte Weltmeisterschaft 2020 1:8. Nitro. Hier haben wir die Finalisten. Und würde sagen, good luck. Und hier geht's los. Eine Stunde geht's hier jetzt richtig rund. Ich werde am Anfang noch ein bisschen erzählen und schaue hier mal so ein bisschen. Machen wir hier. Wir schauen, wen haben wir alles dabei? Kevin Redscreen setzt sich hier auch nämlich schon gleich ab. Auf der zweiten Position, oh, haben wir hier den deutschen Oliver Mintmeyer, der hier eben durch den Fehler weit zurückgereicht wird. Dann haben wir noch den Mirko noch dabei, Simon haben wir noch hier am Start, Aprandi haben wir auch, John Ernan auf der 5. Rastrick auf der 6, James Connolly auf 7, Oliver auf 8, Flavio auf 9, Flavio und Rodriguez auf der 10. Wir haben hier sehr spannenden Fight. Wie viel sind es? 5? 5er Kampf hier. Aber wir haben da vorne auch nochmal um Platz 2 bis 4 einen Kampf. Aber wir bleiben mal hier. Wechseln hier auf James Connolly. Und da schließt sich jetzt auch der Rest an. Also hier noch sehr spannend. Nach 1:40. Also die hier haben das schon richtig verdient, hier im Achtelfinale zu sein. Das letzte Rennen der WM wurde auch hier richtig gut angenommen. Da ist der Fehler von John. John war das. Oh, das ist ultra spannend. Vorne mittlerweile Kevin Rescreen 1,8 Sekunden Vorsprung auf Mirko 0. Ah, nee. M. Aprandi auf der 2. Simon auf 3. Oliver auf 4. Rystrick auf 5. Flavio auf 6. James auf der 7, Mirko auf 8 zurückgefallen. Und damit Mirko jetzt auch hiermit wieder dran. Jetzt ruckelt das wieder leicht. Gehen wir auf Mirko hier. Am Oliver Mintmeyer dran. Unser deutscher Fahrer hier. Ich hoffe, das brot sich gleich hier, also aufhört zu lecken. Wir schauen einmal auf die schnellsten Zeiten. Kevin Rescreen 16:3. Hier auch der Top Qualifier von Pole Position. Kevin Rescreen aus Frankreich. Dann haben wir Aldi Prandi von Position 5 gestartet. Hier momentan auf der zweiten Position mit einer 16:5. Simon auf der 3. Mit einer 16:4. Mirko mit einer 16:4 auf der vierten Position. Oliver momentan auf der 5 mit einer 16:4. Weil letzte Runde war nicht so gut. Und Rystrick hier genau hinterm Oliver. Eine 16:6. Dann haben wir Harry Gias. Haben wir gerade gesagt, ich bin ein bisschen laut. Okay. Mit einer 16:6. James Connolly auf 8, 16:6. Flavio 16:6. John hier leicht zurückgeschlagen, auch mit einer 16:6. Wir schauen hier. Oh, jetzt geht's schnell. Mal lassen wir es einmal kurz laufen. Nehmen wir einfach mal eine andere Kamera hier.
jetzt sollte das gleich wieder normal sein. Dann schauen wir uns da mal die Reihenfolge an. So, jetzt ist wieder normal. Reihenfolge weiter. Kevin Rescue auf der 1. Simon auf 2. Alio Prandi auf der 3. Mirko auf 4. Oliver auf 5. Rice Trick 6. James Connolly auf 7. Flavio auf 8. Der geht jetzt. Boah, hier viele jetzt in der Box. Wen haben wir hier? Alle hier in der Box. Lassen wir einmal fahren und schauen dann, was die hier so gemacht haben. Wir schauen ja mit Kevin Rescue. Fährt jetzt in die Box. Wir sind live am Start hier mit Kevin. Seine Bestzeit auch auf 16.2 runtergeschraubt. Schauen wir mal, ob wir hier entziffern können, was er fährt. Sieht nach einem Serpent aus. Ah, kann man nicht so gut erkennen. Kevin Rescue 23.9. Alprandi 23.0. Was? Beide 23.0. Mirko ist auf der zweiten Position. Am Tanken hatte Mirko eine 22.5. Simon 24.5. Oliver 23.0. Rice Trick kämpft hier mit Oliver. Fährt hier an Kyosho, der Rice Trick. Oliver fährt hier ebenfalls an Kyosho. 16.6 von Rice Trick. James Connolly auf 7 kämpft hier mit Flavio um die siebte Position. Fährt hier auch an Kyosho. Kennen wir hier von James. 16.5. Flavio, knapp dahinter auf der 8. Position, kämpft hier mit seinem Intercept. Fährt eine Schnellrunde von 16.6. Dann haben wir auf der 9. Position Gears mit einer Schnellrunde von 16.6. John 16.6. Hier 16.6. Wir gucken hier mal bei Simon, wer hier am Alprandi dran ist. Alprandi hat eine Sekunde Rückstand von Mirko. Aber Mirko baut hier auch immer mal wieder einen Fehler mit ein, was ihm hier bei manchen Weltmeisterschaften schon viele Plätze gekostet hat. Unter anderem bei der Truck WM hier den Platz gegen mich verteidigen wollte und dann aber noch den Fehler gemacht hat. Simon mit 0-3 dran. Wir schauen auf die nächste Messung. 0-2. Wir schauen einmal die kompletten Abstände hier an. Kevin Rescue auf Position 1. Mirko auf der 2 mit 3,1 Sekunden Rückstand. Dahinter 1,4 Sekunden. Alprandi, Simon mit 0,2 dahinter. Oliver mit 2,3 Sekunden dahinter. Rescue mit einer Sekunde auf der 6. Position. Flavio mit 1,1 Sekunden auf der 7. Position. James mit 0,6 dort hinter. Harry mit 0,5 hinterm James und John auf der 10 mit 1,2 Sekunden Rückstand. Oh, 0,1 letzte Messung. Simon drückt hier richtig. Jetzt ist gerade etwas schnell. Letzte Messung 0026, Simon vorbei. Schauen wir uns das hier mal richtig schnell an. Da sieht man das ganz schön, was in der Kurve. Ja. Alprandi. Wenn man was näher kommt. Aber Simon kann sich jetzt etwas wegfahren mit 0,5. 0,5,
Wir schauen mal hier hinten. Hinten ist schön spannend. Mit Flavio und James. Und dann schauen wir das einfach von James mal an. Von der hinteren Position. Schauen wir, ist das davor? Das wäre Weißstrick gewesen. Geht jetzt hin hier in die Box. Wir schauen mal, Oliver war hier glaube ich schon in der Box. Ah ne, ist hier mit in der Box. Wir schauen, was er macht. Dadurch ist James Connolly jetzt wieder an ihm dran. Hat hier eine 20-8 drin, nur eine 17-1. Unser German Top Driver 1-8. Hier bei VS. Lassen das alles mal so einreihen. 22,8 von Oliver. Wir schauen, Kevin war mal wieder noch nie in der Box. Mirko 23,3 von Mirko. Simon 23,2. Flavio war auch noch nicht in der Box, da ich noch so weit vorne. Al Brandy 23,1. Weißtrick 22,9, Oliver 22,8, James 23,5. Ja, die Skers 24,1, John 22,9. Wir schauen hier nochmal an. Ice Cream 22,5, Kevin Flavio jedoch nochmal sehr weit nach vorne gefahren. Trotz Tanken 22,9 von ihm. Damit auf die 5. Position vorgefahren, meine Damen und Herren. Von 10 auf die 5 vor. Top-Leistung. Ja, hier geht dadurch durch den hohen Körper da. Der Weißtrick dran vorbei. Oliver Mennoyer dahinter auf der 7. Position. Jetzt am Flavio dran. Spannende Dreikampf hier. Zwischen Platz 5, 6 und 7. Und der Top-Qualifier Kevin Rescreen weiterhin auf der ersten Position. Wir schauen mal bei der Messung, wie viel Vorsprung er jetzt hat. Auf Mirko 5,1 Sekunden. Das ist viel. Und jetzt wird der spannende Dreikampf hier immer enger. Sehr schön, sehr schön. Abstand 0206. Und fahren wir mit Abstand der spannendste Zweikampf hier. Nur noch. Den Flavio leicht abgeschlagen, aber zwischen den beiden hier geht es richtig rund hier. Oliver Mennoyer und Weißtrick. Grim Weißtrick. Abstand 0012. Ist das dahinter? Ist das schon? Das ist Kevin Rescreen. Kevin Rescreen will hier schon Position 5 überrunden. Was ist da los? Da stimmt mir diesen Kerl nicht. Der ballert hier Bestzeiten hin, das gibt's gar nicht. Wir schauen, Kevin Rescreen weiterhin 16,2. Mirko auch eine 16,2 jetzt gefahren. Wir schauen einmal nochmal hier, was Kevin hier, ob wir uns erfahren können, was der für ein Auto fährt. Achso, das konnte ich nicht. Sieht so aus wie ein Serpent. Könnte ein Serpent sein, so wie bei Mirko auch. Simon. Kyosho. Simon fährt hier auch ein Kyosho. Al Brandy fährt hier einen Serpent. Schöner Mann, guter Mann. Serpentfahrer, immer gern gesehen von mir. Weil ich selber auch Serpentfahrer. Ja, das natürlich weiß. Oliver hier mit einem Kyosho unterwegs. Mittlerweile auch eine 16-4 gefahren. Von der schnellsten Runde 2-10 hier nur hinterm Kevin.
Wir schauen mal, ob er sich hiermit ein bisschen ziehen lassen kann. Funktioniert bisher super. Oh, Fehler von Kevin Rescreen. Eine 18-1. Aber alles easy, alles entspannt. Abstand beträgt 5,1 Sekunden. Wir schauen mal in der nächsten Messung zu Mirko. 5,3 Sekunden. Hatte Mirko ja auch einen Fehler? Nee, der Abstand war vorher nur größer. Alles bisher hier weit auseinander, außer hier James Connolly und M. Ja, JS. Ja, ihr wisst schon, ey, Mann. James Connolly 0-2 dahinter. Aber wenn das schnell jetzt mal vorbeigehen würde, ey. Auch von James Connolly hier 16-5 gefahren. Das sind 3 Zehntel zum Top Qualifier und gehen hier beide in die Box und James mit der schlechteren Ausgangsposition. Wir schauen, wie viel ihm das hier gekostet hat. 45 Minuten noch auf der Uhr. Da haben wir den John jetzt auch hier. Da hat 2,3 Sekunden hinterm Flavio. Ja, 25-9. Wir schauen, Kevin Rescreen war jetzt hier in der Box. Kevin Mirko. 22-4, Simon. 23-1, Aldi Pundi. 23-1, Oliver, 23-1, Rice Trick, 22-7, M. 23-7, Flavio, entweder war er schon oder war er noch nicht. Wir sehen es hier nicht. Also mir wird das die letzten 9 Runden nicht angezeigt, okay? Ne, keine Ahnung, schade. Haben wir James Connolly. Auch 25-9 gewesen, stimmt. John 23-4. Flavio. Jetzt in der Box gewesen, eben. Okay, 23-2. Wir schauen einmal nochmal auf die Reihenfolge. Kevin Rescreen auf der 1. Mirko auf der 2. Simon auf 3. M. Al Brandi auf der 4. Oliver Mendoja auf 5. Weistrick auf 6. M. James auf der 8, John auf 9 und Flavio auf der 10. Zwischen John und James ist hier nochmal etwas spannend. Abstand letzte Messung 0-2. Abstand, letzte Messung war 06, jetzt 07. Ah, Fehler von John. Jetzt sollte es wieder ganz uninteressant sein und ich würde sagen, wir schauen dann einmal nach vorne. Kevin Rescreen, schnellste Runde war der 16-2-4-0. Wir haben hier den Mirko 16-2-5-0. Ich habe mal nachgeguckt, beide hier mit einem Serpent unterwegs. Mit 3 Serpentfahrer.
So. Wir schauen nochmal. Ich glaube, hier hatten wir nicht alle drauf, ne? Wer jetzt was fährt, kann das sein? Ja, doch, hat man. Okay. So. 19 Minuten sind um. Schauen wir einfach weiter in meinem Kevin Ray Screen. Jetzt hier Platz 2 und 3, 0, 9, beide in der Box. Oh ne, war nur einer. War nur Simon. Mirko jetzt in der Box. Könnte besser ausgehen für Mirko. Simon in der Runde mit ein paar Fehler gehabt. Hallo Menno, ja, jetzt auch erst in der Box. Die wirklich, also Verbrennerfahrer aus Berlin. Er fährt das auch in Real Life. Da haben wir von hinten so schön reingehuckt. Finde ich einfach immer genial. 18,5 Sekunden. Aber wir schauen bei der nächsten Messung. Überhole ich hier den Vierplatzierten. Unglaublich, was Kevin Rayscreen hier abliefert. Ist hier der 1.10 Nitro auch schon Weltmeister, hat glaube auch schon den zweiten oder dritten Weltmeistertitel hier dieses Jahr 2020. Verzeihung. Bin nicht zu trinken, scheiße. Egal. Guck mal, wir zoomen hier einmal nochmal richtig ran hier. Fern Kevin. Damit wir uns hier die Linie mal richtig gut angucken können. Also hier können wir das nochmal sehen. Kevin, also so kann man das nochmal besser sehen. Das hier ist ein Shepard vom Kevin. Mirko fährt hier ebenfalls ein Shepard. Da hat es richtig die Shepard bei den Beinen. Da läuft Simon hier mit einem Clear Show. Kann man besser erkennen. April hier wirklich mit einem Serpent. Also, ja, läuft bei dir. Ich hätte gerne dein Setup. Wow, lief nicht so gut wie deins. Oliver, ein Kyosho. Weistrick, ebenfalls. Also Kyosho gut am Start, sowie auch Shepard. Und hier Harry Kers, auch mit einem Kyosho. Radio haben wir hier mit einem Intercept. Ja, also steht zumindest auf der Karo drauf. Wenn ich mir so das Auto ansehe, ist das ein Serpent. Ja, erkenne ich da ganz gut. Sollte ein Serpent sein, aber hat hier die Aufkleber vom Intercept drauf. John. Für den auch mit dem Kyosho. Also Kyosho ziemlich viel. James Connolly ebenfalls mit einem Kyosho. James, ich muss dir sagen, ja, ist ja mal wieder ein schönes Design. Das gefällt mir gut. Zwischen John und Flavio beträgt 0,7. Nach 23 Minuten. Und wir haben noch 27 Minuten. 37 Minuten noch auf der Uhr. Schalten wir wieder so. Machen wir mal ein bisschen größer wieder. Naja, wieder ganz raus. Boah.
Ja, wieder zu schnell. Okay, dann machen wir es einfach mal so. Sieht man noch ein bisschen mehr in der schnellen Situation hier. Ich schaue unserem Deutschen hier mal so ein bisschen zu. Ich bin gleich wieder da. Ich will nur kurz was zu trinken holen. So, meine Damen und meine Herren, ich bin wieder zurück, habe mir Wasser geholt. Ein kühles Getränk habe ich mir geholt. Sind ja hier auf YouTube. So, wir schauen mal. Kevin Rescreen weiterhin auf der 1. Mit 12,6 Sekunden vor Mirko Simon auf 3. Aldi Brandy auf der 4, Oliver auf 5, Restrick auf 6, John auf 7, Connolly James auf der 8, M. Harry Kirs auf 9 und Flavio auf der 10. Wir sind hier jetzt über dem Auto vom James, vom Kevin. Und wir schauen mal,
was uns die letzten 32 Minuten hier noch so bringen. Ich muss ja was trinken, wenn ich mir was geholt habe, ne? Oh, hier mal einen kleinen Fehler von Kevin. Aber die Konstantheit, die ist schon krass. Eigentlich hier immer 16er Zeiten dabei. 16-7 sehr oft. Das ist schon krass. Ich muss sagen, manche sagen, vorher 10 nicht so ganz, ne? Aber ich muss sagen, du musst hier auch richtig, richtig gut fahren können. Und viele sind das beste Beispiel, sage ich immer, ist der Martin Wolenka. Martin Wolenka ist ein Offroad-Fahrer, mittlerweile ein richtig, richtig guter Offroad-Fahrer. Ich schaue hier mal kurz vor Oliver, da ist es knapp. Mittlerweile ein sehr, sehr guter Offroad-Fahrer aus Österreich. Und der hat hier auch bei VRC erst so 2-3 Weltmeisterschaften gewonnen im Offroad-Bereich und ist dann in Real Life richtig durchgestartet. Fährt bei mir in EOS eigentlich immer A-Finale mit hin. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das jetzt zusammen Beruf macht, ich weiß es nicht genau. Und also für ihn war das schon sehr, sehr gut. Und wir sehen auch hier, dass wir da immer viele Fahrer auch in echt dabei haben, die dann hier vorne mitfahren und so. Ich kann nur sagen, ja, es ist von der Übertragung vielleicht etwas anders. Es schiebt ein bisschen vielleicht mehr. Aber das sind so Kleinigkeiten. Das ist gerade jetzt bei Corona, finde ich, das Beste, was du überhaupt machen kannst. Um einfach dabei zu bleiben, dich vielleicht sogar zu verbessern. Weil du ständig die Funke in der Hand hast. Ich muss sagen, ich finde es zum sehr großen Vorteil. Aber hier eine 36,5, da musste er hier das Auto anschmeißen wahrscheinlich. Der Oliver ist ihm das Ding ausgegangen. Ah, okay. Du musst da dann noch irgendwann nach, ich weiß nicht wie viel es hier ist, nach einer halben Stunde musst du dann noch einen anderen Knopf nochmal neu machen, draufdrücken, damit das Ding, dauert das wieder etwas länger, bin ich der Meinung. Wir schauen mal, bei Mirko war das ja auch. Ja genau, Mirko 34,5. Genau. Schauen hier weiterhin bei Oliver. Da ist Alprandi. Achso, um wieder auf das Thema zurückzukommen, nur ja, ich finde es gut. Ich fahre hier sehr, sehr viel. Also ich mache eigentlich momentan nichts anderes gefühlt. Aber mir ist noch interessiert, was ich noch mache. Also ich spiele noch ein bisschen Dart. Gucke auch hier gerade noch nebenbei die WM, als ich jetzt aufnehme hier. Weil es Halbfinale jetzt ist. Sehr interessant. Wenn es interessiert, Price ist gerade den Bandding nicht rausgeflogen, weitergekommen. Und gleich spielt Emerson gegen ja, sag schon. Ihr wisst schon, wen ich meine. Gegen Dave Gisner. Und hab ja noch einen YouTube-Kanal. Wer es noch nicht weiß, also es wissen noch nicht viele anscheinend. S-Paint ist mein YouTube-Kanal von S-Paint, ja, also ich mache da
zeige euch die Schritte, die ich beim Lackieren immer mache. Habe da auch, muss mal kurz sehen, also drei Teamfahrer und halt den Teamchef. Der Teamchef bin auch ich. Lackieren tue ich, mache dann die Videos auf YouTube zum Teil. Zum Teil macht es auch mein Sponsor mit dabei. Und vielen Dank an der Stelle an Holger Spamier. Und der mich da sehr gut unterstützt. Und natürlich auch die Teamfahrer, die es präsentieren. Unter anderem mein Bruder, der da sehr viel macht. Und ja, da könnt ihr einfach mal reingucken. S-Paint. Oh. Sparen wir auf YouTube und dann findet ihr mich schon direkt. Da habe ich jetzt die letzten Tage noch ein bisschen was gemacht. Sehr interessant. Aber auch wenn ihr wollt, dass ich euch das mache und ihr aber meine Nummer nicht habt, schreibt einfach unter die Kommentare und dann finden wir da eine Lösung. Zum Beispiel auf Discord oder so, dass ich euch das dann gebe. Oder schreibt dann einfach Holger Spabier über Facebook an oder Kevin Spabier oder meine Teamfahrer einfach ansprechen oder mich auf dem Rennen. Und dann funktioniert das schon. Ja, hier zwischen Oliver und Ellie Brandy weiterhin sehr, sehr spannend. Letzte Messung 0-1. Aber auch zwischen Rice Trigger und Harry Case 0-5. Kevin Rescreen hat mittlerweile, wir schauen mal, eine Runde Vorsprung. Nach 36 Minuten. So, wir schauen mal. Kevin 22.3 vom Tang. Mirko 22.6. Simon 23.3. Da. Oliver 22.6. Brandy 23.3. Rice Trick 22.9. LE Case 23.1, Flavio. War noch nicht. Da geht er mal sehr spät. John hat 23.7 und James Connolly 23.6. Wir schauen ihn dann noch einmal auf die schnellsten Runden hier. Dann machen wir jetzt Kevin. 26.240, Mirko 16.250, Simon 16.398, Oliver 16.382, Aldi Bernie
16-5-0-2, Rice Trick 16-6-0-4. Fairy Case 16-4-8-2. Flavio 16-5-8-2. John 16-6-5-4. Und James Connolly 16-5-5-6. Oh, hier schon hier, Rice Streak und Harry Case 0070, letzte Messung. Und hier kommt Mirko zur Überrundung. Abstand 0098. Das ist die nächste Messung 0328. Und noch 20 Minuten auf der Uhr. 20 Minuten, Alter. 20 Minutes, 20 Minutes left. Ach, letzte Messung 0588. Harry Case scheint in der Box gewesen zu sein. Ich schaue nochmal. Genau, 29-0, er war schon in der Box. Wir schauen mal, Rice Trick in die Box fährt. Und wie das Ergebnis dann aussieht. So, ist jetzt in der Box mit James Connolly und Oliver. Wenn neuer. Schauen. Und gleich kommt die Messung. Fährt 21,5 und ist auf die siebte Position zurückgefallen. Hier vorne sind die beiden. Das ist der Brandy und Harry. Ja, die sind an Brandy auch angefahren. Ist war der schon in der Box? Ja, 23-1. Das ist eine aus der Überrundung von John. Wir schauen hier von Rice Trick 05 hat der Rückstand. Mann, die Stunde. 20 Minuten sind anstrengend hier. Wenn ihr von den anderen dann auch nochmal die kompletten sehen wollt, schreibt einfach dazu, wir wollen das und das. Oder auch natürlich ein hinteres Finale, wo ihr sagt, da war ich dabei. Zeigt das den anderen mal, wie ich da gefahren bin. Mache ich das natürlich gerne. Mit Moderation. Hier Kevin Rescreen überrundet Rice Trick hier zum zweiten Mal. Der Rice Trick ist auch einer, der sehr, sehr viel diese normalen Läufe mitfährt. Fuhr 2020. Und da auch sehr, sehr viel die erste Position geholt hat.
vor zum Beispiel Kevin Westrick oder Kevin Bakun. Kevin Bakun hier leider im A-Finale nicht mit dabei, hat hier es ganz knapp verpasst, ist hier als erster im B-Finale gestartet. Wir schauen nochmal hier die Tankstops an, hoffen wir, sehen wir das noch. 24-0 Kevin. Mirko 22-0, Simon sehen wir nicht mehr, okay, Oliver 22-7, Oli Brandy 23-1, Rice Trick 22-5, Harry Case 23-0, Flavio sehen wir nicht mehr, John Fetti gerade auch eine neue Bestzeit, 16-5-9-2 von ihm, 22-9 war sein Tankstopp. James Connolly auf der 10 mit einer 23-7 als letzten Tankstopp. So, wir schauen nochmal hier die Reihenfolge. Kevin Rescreen auf Front nach 4:30, 44:30, nicht 4:30. Mirko auf der 2, Simon auf 3, Oliver auf 4, El Brandy auf 5, Rastik auf 6, Harry Case auf 7, Flavio auf 8, John auf 9, James auf der 10. Und schauen noch einmal die schnellsten Runden. 16-2-4-0 weiterhin von Kevin. Mirko 16-2-5-0. Simon 16-3-6-6. Oliver 16-3-7-4. Albrandi 16-5-0-2. Rastrick 16-6-0-4. Harry Case 16-4-8-2. Flavio 16-5-8-2. James Connolly 16-5-5-8. Und der John war eine 16-5-9-2. Schauen wir nochmal von oben. Dann ist es ganz so. Ich will gerade so gucken. Das liegt daran, dass 10 mit 10 Leuten mal eine Stunde, das ist schon ziemlich viel Belastung für den Computer. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber ich finde, es ist trotzdem sehr interessant. Und man kann sich so, finde ich, die Linie nochmal ein bisschen besser angucken. Wir haben hier die Überrundung von Kevin Rescreen zum Zweitplatzieren. Das ist krass, auf dem Level trotzdem noch eine Runde zu kriegen. Das ist auf eine Runde so das 10.000ste, die Mirko bisher schon langsamer war als Kevin.
F30 noch. Da haben wir sie geschafft. 170 Runden ist Kevin Westkin schon gefahren. Müssten noch so 30 Runden für ihn sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Abstand hier überall relativ viel. Meistens so eine Runde. Von daher sagen wir, wir bleiben jetzt hier noch eine Minute bei Kevin Rescreen. Eigentlich würde er sagen, die spulen einmal vor, nochmal so 5 Minuten. Wir können auch nochmal 10 Minuten einfach Kevin hier zugucken. Und dann würde ich sagen, ich lasse das dann laufen. Wir schauen uns dann nochmal den Tankstopp an von denen hier. Und würde dann sagen, ich lasse das laufen. Und blende euch dann zum Schluss nochmal die kompletten Endergebnisse ein der Finals. Oh, 10 Minuten haben wir jetzt an den Auto. 10 Minuten. Reihenfolge weiter in Kevin auf 1, Mirko 2, Simon auf 3, Oliver auf 4, Al Brandy auf 5, Weissack auf 6. Gears auf 7, Flavio auf 8, John auf 9 und James auf 10. So, Kevin war jetzt in der Box, das müsste einer der letzten hier gewesen sein. Mirko 22.6, Simon 23.0, Oliver 23.0, Al Brandy 23.6, Rastrick 24.3, Harry Gears 23.2, Flavio kommt noch. Ich weiß nicht, was der macht. Ja, der kommt noch. Punkt hier, glaube ich, sogar einmal weniger als der Rest. Könnte passieren. James Connolly 24.0 und John 25.4. So, wir haben hier einen Kevin und da würde ich sagen, da bleiben wir auch die letzten 7 Minuten und wünsche euch dabei viel, viel Spaß. Also, zoomen wir einmal komplett an.
So, 4 Minuten noch. 4 Minuten noch, ihr habt das geschafft hier. Reihenfolge unverändert. Kevin auf 1, Mirko auf 2, Simon auf 3, Oliver auf 4, Librandi auf 5, Rustic auf 6, Henry GS auf 7, Flavio auf 8, James auf 9 und John auf 10. Ich trinke immer einen Schluck für die Leute, die dabei sind, ne? Prost auf euch. So, wieder zurück. Noch 30 Sekunden. Und dann haben wir was hinter uns. Und das sieht sehr, sehr stark danach aus, als wenn Kevin Rescreen hier sich das Ding nach Hause holt hier. Den letzten Weltmeistertitel hat hier eine Runde Vorsprung, müsste es sein. Ja, sogar. Ein bisschen mehr als eine Runde. Jetzt in 2 Sekunden und vorbei. Entschuldigung. Kevin Rescreen gewinnt hier vor Mirko, Simon und unser Top-Deutscher Oliver auf der 4. Albrandi auf 5, Eric Case auf 6, Flavio noch auf 7 vor, Rustic noch auf 8 zurück, James auf 9 und John auf der 10. Damit würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder und bis dann. Ciao, ciao.